darf jetzt die Digitalisierungs- und Wirtschaftsministerin von Österreich zu mir auf die Bühne bieten. Margrethe Schramböck, sie ist auch eine der Schirmherrinnen von dieser Roadshow. Margrethe, es ist wirklich großartig, dass du bei dieser Roadshow dabei bist. Du gibst den Ton in Österreich ordentlich an für die Startups, für den Mittelstand, aber natürlich auch für Digitalisierung, Innovation. Und es ist super, dass du da bist, zumal du natürlich eine starke Vergangenheit in der Wirtschaft hast, CEO in Tech- und Telco-Branche. Insofern viele Inputs, die wir heute uns erwarten von dir. Danke vielmals im Studio. Und zugeschaltet ist Christian Lindner. Christian ist ein deutscher Politiker der Freien Demokratischen Partei FDP und seit Dezember 2012 deren Bundesvorsitzender. Zuvor war er Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen sowie Mitglied des Deutschen Bundestages und auch Generalsekretär der Bundes-FDP. Christian, herzlich willkommen. Super, dass du die Zeit nimmst für unsere Roadshow. Aber gerne. Vielen Dank für die Einladung. Super. Margrethe, danke auch fürs Vorbeikommen im Studio. Es geht jetzt natürlich auch um den Beitrag der Politik, wenn es um den Mittelstand geht, Innovation, Digitalisierung und Startups. Was kann man sich da in Österreich vorstellen? Wie unterstützt Österreich junge Gründerinnen und Gründer in diesen Feldern? Ja, danke zuerst mal, dass ich dabei sein kann. Freue mich sehr. Du hast es schon angesprochen, die jungen Gründerinnen und Gründer sind so das Salz in der Suppe der österreichischen, würde sagen, der europäischen Wirtschaft. Und was wir tun müssen, ist Rahmenbedingungen schaffen, dass diese Rahmenbedingungen nicht wie ein Korsett sind, sondern wie ein Sprungbrett. Ja? Und das beginnt schon sehr, sehr früh. Was wir tun, ist, dass wir sehr junge Menschen, die schon in der Schule sind, also Jugendliche in der Schule unterstützen. Wir haben da Programme Jugend innovativ, dass sie gründen können, dass sie lernen, wie das geht und dass sie, und ich weiß, das teile ich mit dem Herrn Lindner, auch die Kultur des Scheiterns lernen, recht früh. Dieses Lernen, wie es ist, einmal nicht erfolgreich zu sein und dass das aber keine Brandmarkung ist, sondern dass das etwas ganz Normales ist im Wirtschaftsleben, dass man in Projekten mal scheitert, aber dass es heißt aufstehen, weitermachen und nicht jedes Startup wird von Anfang an erfolgreich sein und das ist auch ganz normal und da haben wir sicherlich gerade im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, der Schweiz und in Österreich einiges zu tun, diese Kultur des Scheiterns den jungen Menschen mitzugeben und dass das etwas Normales ist. Dann das Zweite, was wir natürlich tun können, gerade in dieser Covid-Krise, ist finanziell unterstützen. Da freue ich mich, dass heute ein ganz besonderer Tag ist, der zweite Tag der Regierungsklausur. Ich bin ja da von dort direkt hierher gekommen und da haben wir 5 Milliarden Euro beschlossen und das ist für das Österreich ganz schön viel, 5 Milliarden Euro für eine Investitionsprämie, wo auch Startups sich sehr beteiligen. Also ich würde sagen, das fetzt so ordentlich auch rein für die Startups, die sich ja bewusst haben um diese Investitionsprämie und da werden wir 5 Milliarden ausgeben. Da sind wir die Einzigen in ganz Europa, die das tun und da profitieren KMUs genauso wie Leitbetriebe. Überhaupt haben 94% der Betriebe, die eingereicht haben, sind KMUs und dabei auch viele Startups, weil deren Geschäftsmodelle brauchen ja Investitionen und wenn wir das cashmäßig mit Geld unterstützen können, dann tun wir das gerne mit 14% Cash, die man zurückbekommt für jede Digitalinvestition und für jede ökologische Investition. Also wir steuern in diese beiden Richtungen und das ist wichtig und muss auch gerade jetzt in dieser Covid-Krise gelingen. Da dürfen wir nicht warten in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Darum haben wir das heute beschlossen und wir stocken auf. In Summe werden es 5 Milliarden. Das ist großartig. Breaking News wusste ich nicht. Du kommst tatsächlich von der Regierungsklausur direkt. Kann man sich sozusagen, ist das Aufstockung, kann man sich neu bewerben? Wir werden Details noch folgen. Ja, die Bewerbungen, die waren ja schon bis Ende Februar. Haben wir auch eingereicht. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut. Und damit wir jetzt all die Anträge, wir haben 260.000 Anträge bekommen von Firmen. Das ist wirklich sehr, sehr viel. 50% Richtung Ökologisierung und Digitalisierung, das heißt voll zukunftsausgerichtet. Und damit wir jetzt das alles sicherstellen, dass du auch dein Geld bekommst, haben wir das jetzt aufgestockt gestern und werden das jetzt in den parlamentarischen Prozess bringen. Also 5 Milliarden in Summe stehen zur Verfügung und das löst 55 Milliarden Investitionen in Österreich aus, sichert viele Arbeitsplätze und vor allem für die Startups ist das sicher etwas Wichtiges, gerade in dem Moment sie zu unterstützen. Christian, wir vergleichen uns ja in Österreich immer wieder auch mit Deutschland. Wie ist die Lage dort? Und natürlich können wir auch die ganz aktuellen Themen nicht verschweigen. Mehrere Kanzlerkandidaturen sind kommuniziert worden. Was bedeuten diese Kandidaturen auch für die Startup-Politik? Kannst du uns da ein paar Einblicke aus Deutschland geben?
Das kann ich gerne machen. Also ich will zunächst mal das, was die Ministerin gesagt hat, zur Mentalität unterstreichen, bevor ich auf die Tagesaktualität komme. Hier liegt im ganzen Dachbereich noch großer Bedarf zur Veränderung unserer Mentalität, Menschen zu ermuntern, ins Risiko zu gehen, selbst wenn es die Chance auf ein Scheitern gibt. Das scheint mir enorm wichtig zu sein. In der Schule und in den Universitäten und Hochschulen müssen wir dafür sensibilisieren, dass es jenseits des Angestelltenverhältnisses und vor allen Dingen jenseits des öffentlichen Dienstes es ganz attraktive Formen der Selbstständigkeit gibt, nicht nur im Start-up-Bereich, sondern, das hat Tobias Kollmann, wie ich finde, zu Recht gesagt, auch in der Nachfolgeperspektive in gereiften Start-ups, also im Mittelstand. Das Wort selbst ist ja für viele gar nicht so attraktiv. Es sind aber gereifte Start-ups. Mittelstand hat nichts mit ältlich zu tun. Was jetzt die konkrete Situation in Deutschland angeht, ja, unsere Regierung hat auch sehr auf Druck unserer Start-up-Verbände und auch nach Vorschlägen, die wir aus der Opposition unternommen haben im Bundestag, hat auch einen Matching-Fonds eingerichtet zur Unterstützung von Start-ups. Der kommt allerdings leider nicht so richtig in Gang, hat weniger praktische Traktionsgeld, fließt nicht in der Weise, wie es sollte. Da wünsche ich der Regierung in Wien also eine gute Hand, dass es bei Ihnen und euch schneller gehen möge. Ja, und was die Start-ups von den Kanzlerkandidaten der Konservativen und der Grünen zu erwarten haben, das wird sich noch zeigen, denn in Deutschland wurde jetzt über viele Wochen gesprochen über Personen und zu wenig über die konkreten politischen Inhalte, die in unserem Land anstehen. Da gibt es freilich viel zu tun, auch für Start-ups und für unsere Familienbetriebe, von der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, ein anderes Steuerrecht, das Unternehmertum wieder wettbewerbsfähig in unserem Land macht und Abbau der bürokratischen Fesseln, die den Staat wie die Wirtschaft gleichermaßen fesseln. Wir sehen immer wieder Scale-Ups, die aus Deutschland Richtung USA und China abwandern. Gibt es da Aufholbedarf, die Standorte für Sie entsprechend attraktiv zu machen? Wie schätzt du das ein? Ja, es gibt großen Nachholbedarf im ganzen Finanzierungsbereich. Auch das hat Tobias Kollmann eben angesprochen. Es geht nicht nur um Start-ups, es geht auch um die Übernahme von etablierten Unternehmen im Wege von Management Buyout und anderen Modellen. Wir haben ein Problem mit der vom Staat vorgegebenen Anlagepolitik für zum Beispiel Lebensversicherungen und Versorgungswerke. Sehr viel muss investiert werden in Immobilien und in Staatsanleihen. Dort ist die Risikoabsicherung mit Eigenkapital sehr gering. Die Staatsanleihen werden sogar völlig risikofrei in den Bilanzen von Banken und Lebensversicherungen gehalten. Ob das tatsächlich die ökonomische Realität widerspiegelt, wage ich zu bezweifeln. Auf der anderen Seite werden direkte Unternehmensbeteiligungen in Start-ups oder auch in Fonds, den Kapitalmarkt insgesamt oder auch in Form von Management-Buyout-Initiativen, die werden sehr, sehr stark mit Eigenkapital belegt. Die werden sehr geradezu prohibitiv abgesichert, weshalb dorthin zu wenig Kapital fließt. To make a long story short, mit ein paar wenigen regulatorischen Handgriffen könnten wir einen doppelten Nutzen erzielen. Für diejenigen, die Geld für die eigene Altersvorsorge zurücklegen in einem Versorgungswerk, das sind in Deutschland alleine gut 2,5 Billionen Euro, ergibt sich eine bessere Rendite, wenn es nicht nur in Steine und Staatsverschuldung geht. Und auf der anderen Seite hätten wir einen Schub an Investitionskapital für Start-ups, Scale-ups, für die etablierten Unternehmen, die Refinanzierungsbedarf haben, jenseits der Kreditfinanzierung durch die Banken mit Eigenkapital. Super, viel Zuspruch auch im Chat für den Hinweis auf die Scheiterkultur, ist ordentlich eingeschlagen dort. Margarete, eine Frage vielleicht, damit das klargestellt wird. Eva Helmet fragt, Frage an die Politik, warum gibt es praktisch nur Förderungen für GreenTech, digitale Produkte? Das schließt nämlich Gründerinnen wie mich komplett aus. Das waren nur zwei Beispiele und nicht taxativ. Das waren nur zwei Beispiele. Wir fördern mit der Investitionsprämie jede Investition, die in Österreich getätigt wird. Jedes Unternehmen konnte einreichen bis Ende Februar, also wir
wir haben da schon im September, im August damit schon begonnen. Jedes Unternehmen konnte einreichen. Die Unternehmen, die in klassischen Bereiche investieren, zum Beispiel wenn ich eine Maschine kaufe oder wenn ich einen Rohbau erstelle, kriege ich 7% zurück. Ganz wichtig jetzt auch bei steigenden Preisen, das macht sie wettbewerbsfähiger mit 10% Cash zurück und 14% eben, da wollten wir schon einen bestimmten Schwerpunkt setzen für die Zukunftsthemen, weil digitale Transformation ist das Schlüsselthema für den Erfolg, macht die Unternehmen resilienter, krisenfester, haben wir jetzt in der Covid-Krise genau gesehen, dass Unternehmen da erfolgreicher sind, wenn sie ein so digitales Geschäftsmodell zusätzlich zu ihrem analogen haben und natürlich auch Klimaschutz. Die Startups sind ja da auch ganz besonders darin tätig, die großen Probleme der Menschheit zu lösen. Da geht es um das Thema Lebensmittelversorgung, es geht um das Thema Bildung, es geht um eben das Thema der neuen Produktionsformen und die Startups tragen da so viel bei und natürlich unterstützen wir ganz jedes KMU, jeder Leitbetrieb, jeder in Österreich konnte einreichen und wie gesagt 5 Milliarden sind schon ein sehr großer Betrag. Das ist der größte, den wir seit dem Zweiten Weltkrieg für eine Einzelmaßnahme dieser Form aufgesetzt haben und ich freue mich, dass wir da einen richtigen Push und Schub geben können, weil gerade jetzt brauchen wir das. Österreich ist ähnlich wie Deutschland auch ein Land der Familienunternehmen, der Mittelständler, der KMUs. Gibt es für die Familienbetriebe auch einen speziellen Fokus? Hast du sie auch als Wirtschaftsministerin gut im Blick? Ja, absolut. Die Übergabe ist das Thema. Die Übergabe an die nächste Generation, die jetzt bei ganz vielen Betrieben in Österreich ansteht. Und da haben wir schon im Regierungsprogramm drinnen eine Grace Period, die wir sozusagen erfunden haben, weil es vorher noch nie gab. Da sind wir jetzt, dann müssen wir in die Umsetzungsphase gehen. Das ist eine Phase, in der die Unternehmen es leichter haben sollen, dass die Übergabe nicht so belastet ist. Weil auch das passiert, wenn ein Betrieb übergegeben wird, dann reiten da unterschiedliche Behörden ein und sagen, ich will das und das und das musst du investieren, da belasten wir die nächste Generation und das wollen wir nicht. Dann braucht es die neue Kapitalgesellschaftsform. Ihr wisst, dass ich da sehr, sehr stark dahinter bin und freue mich, dass die Justizminister das auch, Ministerin bei der Klausur auch bei ihren Schwerpunkt, 5 Schwerpunktprojekten dabei hatte und da werden wir auch stark mitarbeiten. Auch das ist ein, glaube ich, wichtiger Punkt auch für die Familienbetriebe, dass wir einen Rahmen haben, der es einfacher macht zu wirtschaften. Und letztendlich für mich ganz wichtig, digitaler Staat. Wir brauchen eine Staatsreform, die nicht die klassische ist, wo herumgestritten wird, in Österreich wie in Deutschland zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Wir lassen die Verantwortung dort, wo sie ist und schaffen mit der digitalen Möglichkeit, einen einfachen Zugang für unsere Bürgerinnen und Bürger, die Kunden des Staates sind, die eigentlich verlangen dürfen, dass ihre Amtswege so einfach wie möglich sind. Mhm. Da sind wir schon recht weit vorn. Wir sind auf Platz 3 in ganz Europa. Nur Estland und Malta sind vor uns in der digitalen Verwaltung. Beispiel, 75% der Steuererklärungen werden in Österreich online gemacht. Ich habe geschaut, wie es in Deutschland ist, das sind 45%. Das heißt, da müssen wir weiter vorne bleiben, da müssen wir einfach entsprechend investieren und drum der Digitalfonds, 160 Millionen Euro für Digitalprojekte des Bundes. Da arbeite ich mit anderen Ministerien zusammen, damit wir diese auch wirklich umsetzen. Weil das Problem in der digitalen Verwaltung ist, die gesamte Politik Europas weiß, dass wir es machen müssen. Wir müssen es nur umsetzen. Und das ist bei IT-Projekten nicht immer so leicht. Das wissen alle Unternehmen. Und darum müssen wir auf die Execution auch in der Regierung und in der digitalen Verwaltung den Hauptaugenmerk legen. Geld haben wir reserviert. Können da die Mittelständler, die Startups mithelfen? Können sie an diese Aufträge herankommen, um hier Gas zu geben? Ja, absolut. Also der Chatbot zum Beispiel beim digitalen Amt ist von einem österreichischen Startup. Und was wir jetzt wollen, ist, dass wir, wenn wir diese neuen Technologie, vor allem Open-Source-Technologie nutzen, dass es eine Verpflichtung gibt der Ministerien, wenn sie hier Gelder abholen aus dem Fonds, dass sie diese Technologien auch wiederverwenden. Das Rad nicht immer neu erfinden, nicht immer ein Chatbot hier und ein Chatbot da, sondern dass die Startups hier einen Zugang haben und dass wir auch bei der Beschaffung darauf schauen. Und da werde ich noch mehr Augenmerk legen, auch in Zukunft darauf, dass wir das schaffen, dass wir vor allem auch österreichische und vor allem auch europäische
Unternehmen unterstützen, weil Europa hier ja im Bereich der Technologieführerschaft zurückgefallen ist, verschiedenen Dingen. Und die einzigen, die uns da helfen können, sind die Startups. Die großen Firmen sind schon abgewandert. Wir haben noch SAP, Nokia und Ericsson als die großen IT-Unternehmen Europas. Da hat auch die Kommission da mal ein bisschen Fehler gemacht. Da waren wir in der Vergangenheit naiver, als wir sein sollten. Unternehmen wurden verkauft, wie KUKA und andere. Und da müssen wir schon drauf schauen. Und die Startups müssen wir jetzt bei der Skalierung unterstützen. Ich habe es gehört zuerst. Wir müssen, wenn sie wachsen, müssen wir sie viel stärker am europäischen Markt unterstützen. Das tun wir im Moment noch nicht ausreichend. Also viele ähnliche Aussagen eigentlich zwischen dir und Christian. Christian, insofern vielleicht von deiner Seite, wenn wir das ein bisschen auch zusammenfassen, was würdest du, vielleicht drei Tipps, was wären so deine Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort, wenn du es in der Hand hättest? Also Österreich kann ich natürlich keine Tipps geben, sondern wir können im Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung eher von Österreich in Deutschland lernen. Da haben wir ganz großen Nachholbedarf. Und ich würde auch gerne jetzt nicht Ratschläge ans eigene Land geben, sondern nach vorne schauen, was könnten wir bewegen, wenn Deutschland ähnlich ambitioniert wäre, wie die Ministerin es gerade für ihr Land und für ihre eigene Arbeit gesagt hat. Beispielsweise ein europäischer Binnenmarkt für digitale Dienstleistungen. Den haben wir immer noch nicht. Das wäre aber ein enormes Wachstumspotenzial, weil Startups nicht in jeder der einzelnen Jurisdiktionen der Europäischen Union neu ansetzen müsste. Wenn wir es schaffen würden, endlich einen gemeinsamen Banken- und Finanzplatz Europäische Union zu bekommen, dann hätten wir auch da sehr viel verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten. Und Österreich und Deutschland, ein Deutschland mit einer ambitionierteren Regierung ab Herbst, müssten beide darauf achten, dass von den vielen Milliarden, die jetzt die Europäische Union bereitstellt, es geht ja um eine Dreiviertelbillion Euro, dass davon möglichst viel Geld, möglichst alles in realwirtschaftliche Projekte fließt, die unserem Kontinent insgesamt einen höheren Wachstumspfad eröffnet, mehr Dynamik, mehr Offenheit für Technologien. Ich glaube, da können wir gemeinsam, das waren jetzt drei Punkte, die ich aufgezählt habe, da können wir gemeinsam viel erreichen und davon profitieren dann nicht nur Österreich und Deutschland, sondern die Europäische Union insgesamt im Zuge einer digitalen und technologischen Emanzipation von China und den Vereinigten Staaten. Margarete, vielleicht aktueller Abschluss auch, das war mir nicht einmal so bewusst, dass du von der Regierungsklausur kommst. Ja, ja, hat die zu einer gewissen Nachschärfung, Weiterentwicklung deiner Strategie für den Wirtschaftsstandort und Digitalisierungsstandort gebracht? Auf was können wir uns da sozusagen freuen? Ja, also wir sind gerade in dem Thema stark umzusetzen. Ich glaube, das ist das Wichtige, das jetzt auch jeder von uns erwartet, nicht anzukündigen, sondern umzusetzen. Investitionsprämie, ein großer Teil dieses konjunkturellen Impulses. Aber wenn wir auf den Recovery Fund zurückgehen, den wir ja eingereicht haben und sehr detailliert eingereicht haben, da haben wir die Quote in der Digitalisierung überreicht. Also mindestens 20% war Vorgabe. Wir sind bei 40% gelandet in der Digitalisierung. Ein paar Beispiele eben. Die Investitionsprämie mit einem großen Anteil Digitalisierung. Das zweite kommt direkt bei den Unternehmen an. Digitalisierungsfonds in der digitalen Verwaltung kommt auch bei den Unternehmen an, weil dadurch die Prozesse einfacher werden. Das Dritte, was wir gemacht haben, ist die Digitalisierung in den Schulen. Ganz wichtig, 170 Millionen Euro sind vorgesehen, dass die Schulen digitalisiert werden. Das heißt, die Kinder, da ist unser Schulsystem auch ein bisschen anders als in Deutschland. Wir haben eine Bundesmöglichkeit, hier Einfluss zu nehmen, dass die Kinder wirklich die Endgeräte bekommen. Wir wollen, dass sie ausgestattet sind mit mobilen Endgeräten und wir wollen auch WLAN in den Schulen und dafür brauchen wir auch den Ausbau des Internets als Basis der Digitalisierung und da wird es auch am Donnerstag entsprechende Maßnahmen bekannt gegeben werden für den Breitbandausbau. Auch das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Für die KMU ist auch was dabei, E-Commerce-Förderungen, auch das ist mir wichtig, KMU digital, also es sind alles, wir haben darauf geachtet, dass es Projekte sind, die direkt bei den Firmen ankommen und wo wir immer unterstützen können, dass Investitionen vorangehen und diese Transformation.
Christian, vielleicht noch eine Anmerkung von meiner Seite. Du hast das Thema Matchmaking angesprochen zwischen dem Mittelstand und den Startups. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da auf Bundesebene etwas, was nicht ganz funktioniert. Dafür hätten wir eine Lösung. SalesUp macht das. Das Bernhard Schindler ist der Gründer und hat das großartig auf die Beine gestellt, auch für Österreich. Auch da gibt es gewisse Dinge, die staatlich organisiert sind, was gut ist. Aber man kann auch privatwirtschaftlich diese Dinge ordentlich pushen. Bernhard, vielleicht kurzes Kommentar von deiner Seite zu SalesUp. Ja, wir merken es ja momentan in Deutschland ganz stark, dass die Gründerzentren, Universitäten, Hochschulen, auch mittlerweile die IHK, unser System als White-Label-Lösung einführt, dann mit ihrem eigenen Design, auch mittlerweile in Graz die hiesige Universität, in Wiener Universität, also auch dort in Österreich mittlerweile, wo wir sehr stolz sind, dass Startups, die gleich ihr Produkt, ihre Dienstleistung final haben, dort praktisch vom Mittelstand gesehen werden, sich matchen können und natürlich auch dann die Plattform haben, wo geht es hin zum Thema Antrag, also wenn es um Förderungen geht, wenn es um Mentoring geht und so weiter, unser eigenes Programm Invest to Grow. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, dass wir das sehr früh auch anfangen, die jungen Gründerinnen und Gründer abzuholen. Und in Österreich ist es sehr vorbildlich. In Deutschland, lieber Christian, haben wir da noch ein bisschen Nachholbedarf, auch weil jeder selber ein bisschen rumbastelt. Und da gibt es auch immer wieder Diskussionen bei uns in Deutschland, ne? Also wenn es um Themen der, ich sage mal, Mitarbeiterbeteiligung geht, also da muss man ein bisschen mal, das ist ein bisschen ein Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Ich würde mir wünschen, dass manches vielleicht flüssiger gehen würde und nicht jeder rumbastelt. Das ist so dass dieses, was wir beitragen mit unserem System. Abschließend muss ich sagen, nochmal auch herzlichen Dank für die Statements. Glaube ich, ist auch sehr wichtig, Estland, ne, kurz angesprochen, ist noch eines, was vor uns ist. Ne, unser Bundeswirtschaftsminister in Deutschland sagt tatsächlich, wir sollten vielleicht von den Estländern lernen. Und auf der anderen Seite, lieber Christian, haben wir tausende fantastische Startups, tolle Gründerinnen und Gründer in Österreich und in Deutschland. Und man kann von denen lernen. Man muss vielleicht auch darauf zugehen. Und ich denke, das ist etwas, was wir künftig diskutieren sollten auch. Wo kann man da noch mehr auch Verbindung schaffen? Auch die Bundesverwaltung, wie Margarete gesagt hat, für die Startups öffnen. Christian, vielleicht kurz als abschließendes Wort. Ist das in Deutschland so? Kann man dort als Startup, als Mittelständler andocken und Projekte für den Bund umsetzen, wenn es um die Innovation und Digitalisierung geht? Sehr schwer, weil für öffentliche Aufträge müssen in der Regel die Betriebe schon länger am Markt sein. Das heißt, es gibt eine de facto relativ hohe Hürde, Startups direkt einzubinden in die öffentlichen Aufträge. Das ist deshalb bemerkenswert, weil die hohe Innovationsdynamik in Israel ja damit zusammenhängt, dass sehr viele Startups unmittelbar für den Staat arbeiten oder aus ihm gegründet werden, da freilich sehr stark im Bereich der Wehrtechnik. Ich glaube, auch diesbezüglich hat Deutschland noch einen Update-Bedarf. Wahrscheinlich auch wir, wenn es um die Vergabe an die Startups geht, nehmen wir vielleicht auch als Punkt mit. Margarete, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du musst zurück zur Klausur. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Danke, fürs dabei, dass ich dabei sein konnte und für die gute Diskussion. Danke. Christian, vielen Dank für deine Zuschaltung und deine Zeit. Gerne. Wissen wir sehr zu schätzen. Danke vielmals.